Gerade an kalten Tagen, so wie heute, brauchen wir etwas, um uns aufzuwärmen. Das geht am besten mit einer guten Serie oder Film auf der Couch, einer warmen Kuscheldecke und einer heißen Zimtschokolade. Das Rezept ist in 5 Minuten zubereitet, wir brauchen nicht viel dazu. Eine Vanilleschote, Zimt, etwas Vanillezucker, Milch, Sahne und etwas geraspelte Zartbitterschokolade. Einfach das Vanillemark herausschaben, alles in einen Topf für ca. 3 bis 4 Minuten leicht erhitzen und dann ab in eine schöne große Tasse gießen. Für den Anfang nehme ich eine Vanilleschote, die schneide ich einfach der Länge nach durch und nehme das Vanillemark heraus. In einen Topf gebe ich Milch, Sahne, Vanillezucker und dann das Vanillemark hinzu, dann noch etwas geraspelte Zartbitterschokolade und eine Zimtstange. Rühre das Ganze um und lass es kurz aufkochen. Dann in eine Tasse gießen und der Kakao ist schon fertig. Insgesamt bekommt ihr ca. 400 bis 500 ml an Kakao heraus. Das ist so eine recht große Tasse oder halt zwei kleinere. Und dann probiere ich direkt mal, wie der überhaupt schmeckt. Der Kakao ist super lecker. Er ist nicht zu süß, aber auch nicht zu herb. Und mir schmeckt er komischerweise am besten lauwarm. Ich finde, da schmeckt man die Aromen noch ein bisschen besser heraus. Aber ihr könnt natürlich auch richtig, richtig heiß trinken. Das Rezept ist unten in der Infobox verlinkt. Einfach draufklicken und nachmachen. Wenn euch das Rezept und das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniere nicht vergessen. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Video.